heute für mich gefühlt. Ja. Ja, du musst nicht weiter. Andere Mund Freunde, hallo, kleiner Schichtwechsel hier oben. Schönen Dank an Kai Liebig, der ja schon mal angefangen hat, euch die Autos vorzustellen. Naja, und natürlich geht es jetzt den ganzen Tag über lustig weiter. Eins kann ich nur sagen, wir haben ja karibische Temperaturen. Was haben wir hier? 20. Juli oder 5. August? Nein, es ist Ende September, Oktober da und nach wie vor diese fantastischen Temperaturen hier. Unglaublich, was bedeutet, dass natürlich die Bier- und Getränkestände jubilieren werden, hoffe ich doch, nicht wahr? Dass wir anständig was verkonsumieren hier, denn ihr wisst ja, die meisten Menschen sterben, weil sie zu wenig trinken. So, weiter geht das hier oben mit einem ganz eigenwilligen Auto. Das ist ein Fahrzeug, was die wenigsten von euch überhaupt schon jemals gesehen haben, geschweige denn davon was gehört haben. Es ist ein Auto, was in nur wenigen Exemplaren gebaut wurde, obwohl die Grundform, und da wird natürlich der ein oder andere sagen, wieso, das kennen wir doch, das ist doch ein Chrysler, so roundabout 1970, aber es ist eben etwas ganz Besonderes. Einmal deswegen, weil es ein ganz toller Originalzustand ist, tja, und sein Besitzer wird ihn ja trotzdem restaurieren, weil er sagt, Mensch, das lohnt sich schon, aber zum Zweiten, es ist so eine kleine Ikone aus der Muscle Car Serie. Was sind Muscle Cars? Wir haben das gestern schon gehört. Das sind an sich Autos, die recht klein sind und mit dem größtmöglichen Motor, der reinging, versehen vom Werk angeboten wurden. Das war die billigste Möglichkeit, mit einem Auto Rennen zu fahren bzw. sich damit einen Hals zu brechen. Das klappte ganz gut in diesen Jahren zwischen 1964 und 1972. Aber es gibt in dieser ganzen World of Muscle Cars auch so ein paar Ausnahmen und das ist das, was wir jetzt hier sehen. Denn es ist ja kein kleines Auto, es ist ein großes Full-Size-Car. Guckt euch mal diese Dimensionen an. Unheimlich irre, daraus ein zweitüriges Coupé zu bauen. Wahnsinn, man kann hinten ja theoretisch mit dem Flugzeug drauf landen, so groß ist es. Und dieses große Chrysler-Coupé, das ist mit einer ganz besonderen Ausstattung versehen, nämlich von einem Menschen namens Hurst, der überhaupt mal hier und mal da mit allen möglichen amerikanischen Firmen zusammengearbeitet hat, um dort ein bisschen die Autos zu veredeln. Wir kennen alle den Hurst Shifter, also ein spezieller Automatikschalthebel. Und es gibt von Oldsmobile speziell motorisierte Muscle Cars, zum Beispiel die W Machine Hurst und in dem Fall eben hier auch diesen Chrysler. Ja, nicht viel davon gebaut worden. Wie viel ganz genau? Hier steht es gerade, einer von 501. Ciao, Kai Liebig, alles Gute, danke dir. Einer von 501 Exemplaren und 500 Stück sind für das große Amerika, weiß Gott, nicht. So,
Sein Besitzer hat wieder einen weiten Weg gemacht, um hierher zu kommen. Ich grüße dich. Wie geht es dir? Ganz gut so. Wetter gut. Alles gut. Ja, du kommst aus Belgien? Luxemburg. Luxemburg, so war das, ja. Ja, das Luxemburg übersieht man ja so oft, nicht? Weil es, wenn man kaum reinfährt mit so einem großen Auto, ist man schon wieder draußen. Nicht? Man muss gar nicht denken. Du hast dieses Auto gekauft und wusstest gar nicht, was das eigentlich war am Anfang, ne? Am Anfang nicht, aber durch Freunde und Magazin haben sie den Rest gefragt. Und jeder sagt mir langsam, was los ist damit, dass das Auto selten ist. Und die Resonanz ist riesengroß bei dem Mann. Ja, das denke ich mir. Und jetzt hast du dich entschieden, das Auto trotzdem zu restaurieren, obwohl es ganz original ist. Du möchtest es einfach perfekt haben, immer so schön. Ja, genau, das habe ich gemacht. Es fängt jetzt langsam an und ich finde nicht, dass ich irgendwann mit Riesenlöchern auf die Gegend fahre. Ja, das ist eben der Witz. Ein bisschen Rost, das kann schon mal passieren. Ja, was ist nun das Interessante an diesem Auto? Nur der Name allein macht es ja nicht. Wir haben ja diese besondere Kriegsbemalung hier drauf, an sich ziemlich dezent. Wir haben auf der anderen Seite den großen 440 TNT-Motor, also über 7 Liter Hubraum, natürlich Drehmoment ohne Ende. Er hat das hier alles wunderschön hinter der Scheibe stehen. 375 PS muss man sich mal vorstellen, also fast 400 PS ab Werk serienmäßig. Das ist schon eine Maßnahme. Und es gibt natürlich noch so ein paar kleine andere schöne Sachen. Was sind denn die speziellen Features noch an diesem Auto? Hat er ein Schaltgetriebe? Nein, er hat ein Automatikgetriebe. Hat zum Beispiel Motorhaube aus Kunststoff, Kofferraumdeckel aus Kunststoff mit einem kleinen Spoiler integriert, um Gewicht zu sparen damals. Eine Feder, eine Blattfeder, weiter, das Ding nicht, ich sag mal, das härter. Also. Starke Federlagen hinten, ja. Und dann den Plusmotor, den sie damals hatten. Also so muss es sein, damit wir einen wirklich guten Performer haben, vernünftiges, tolles Leistungsgewicht und eben diese besondere Ausstattung. An sich ganz was Schönes. Wir sind ganz gespannt. Wie lange brauchst du? Einen Winter oder brauchst du schon da dafür? Also die drei Freunde von mir, die das machen wollen, und wir haben so 6 bis 8 Monate. Ja, den wollen wir sehen. Dann werden wir im nächsten Jahr hier an dieser Stelle das Auto wahrscheinlich sehen. Übernächsten Winter. Wie stehen mit der übernächsten Winter? Die machen noch zuerst einen Challenger, restaurieren die ganzen, dann bin ich da. Dann wollen wir mal sehen, was da passiert. Gut, wollen wir ihm dafür dann schon einen Applaus geben? Hör mal, tolles Auto ist das. Ja? So, machen wir es. Ich danke euch. Ich danke dir. Ich muss mir Luft geben.